Immo Future Lab ging dieses Jahr in die fünfte Runde. Dieser Innovationskongress stand unter dem großen Motto Allianzen. Für die Besucher gab es die unterschiedlichsten Fachvorträge zu diesem Thema. Was gute Allianzen sind, das wissen die beiden Immo Future Lab Initiatoren. Also perfekte Allianzen sind ein Unterschied zu Kooperationen. Sie sind langfristig angelegt, sie müssen fair miteinander umgehen und es muss eine Win-Win-Situation sein. Nur mit Win-Win kann man langfristig Allianzen begründen und wirklich auch in die Zukunft weiterdenken, planen, gestalten, machen. Damit ein integrales, interdisziplinäres Miteinander, das soziale System funktionieren kann, braucht es auf der einen Seite ein wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe, es braucht aber auch faire Verträge und es braucht den Willen aller Beteiligten, an einem gemeinsamen Projekt erfolgreich zu arbeiten. Zukünftige Herausforderungen kann man durch Allianzen besser bewältigen. Wie man das am besten umsetzen kann, zeigen die Keynote-Speaker an ihren beruflichen Beispielen. Allianzen sind für unser Unternehmen eine sehr wichtige Komponente, weil sie ganz einfach die Zukunft sind, meiner Meinung nach. Beim Leopold-Quartier haben wir eine sehr große Allianz mit der Firma BCE gegründet, wo wir gemeinsam Tiefenbohrungen und eine CO2-neutrale Energieversorgung für das Quartier konzipiert haben, das derzeit gemeinsam weiterentwickeln und gemeinsam realisieren werden. Und das ist für mich ein Musterbeispiel für eine gute und funktionierende Allianz. Also wir als WINEC versuchen mit unseren engen Partnerschaften, sowohl mit Architekten, Baufirmen, faire Verträge zu gestalten, uns fair zu behandeln und uns rasch zu entscheiden, was wir wollen und wie wir es wollen und das zu kommunizieren. Und so schaffen wir es am Ende des Tages, die Allianz mit unserem Kunden aufzubauen und hoffentlich beizubehalten über die nächsten 20 Jahre, dass er wieder bei uns kauft. Neue Technologien und Digitalisierung sind die zukünftigen Herausforderungen bei der Entwicklung von Immobilienprojekten. Die Umstellung auf E-Mobilität ist dabei auch ein großes Thema. Und da gibt es noch genug Nachholbedarf bei Mietwohnhäusern. Also grundsätzlich geht es immer um zwei Komponenten, die vorzurüsten sind, also die Grundinstallation, das heißt die Verkabelung zu den einzelnen Stellplätzen und die Sicherung quasi der Netzkapazität, die meistens schon beim Hausanschluss vor Ort vorhanden ist. Und dann geht es darum, das quasi so effizient wie möglich, am besten in einem Guss quasi so viele Parkplätze wie möglich vorzurüsten. Fazit des diesjährigen Immo Future Labs: Zunehmende Baukosten, hohe Energiepreise und eine steigende Inflation sind nur ein paar der aktuellen Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft und insbesondere die Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren stellen muss. Durch Allianzen sind diese Herausforderungen leichter zu bewältigen.